Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer, willkommen bei den Lagerfeuergeschichten hier in Daisy Origins. Seid ihr denn alle da? Aye, aye, Captain! Geht es auch noch etwas lauter? Aye, aye, Captain! Die folgende Geschichte, die ich euch heute Abend erzählen würde, liebe Leute, nennen wir das Massaker von Kosovo Bay. Der Anlass fing damit an, dass ein Hero abends unterwegs war in Braniborg. Es war ein schöner, wunderschöner Abend, Leute, glaubt mir mal. Und da habe ich einen Prager landen sehen an der Tankstelle. Der Hero dachte sich so, okay, na Digga, schleichen wir uns mal dran und gucken mal, was wir so reißen können. Prager, immer schön Prager sein, ne? Denn, Prager kann man gut überall hin und her fliegen. Der Hero ging halt langsam hin, sah, ah, da ist jemand, der Prager aufdankt und dachte so, okay, Digga, den kriegen wir down. Ich schließe es langsam an und schoss ihn tippen nieder. Aber unvorsichtig der Hero war, denn er wusste nicht, dass eine dritte Person irgendwo ganz in der Nähe ist, ne? Und kassierte eine Kugel. Der Hero fiel in Ohnmacht für ganz, ganz lange Zeit, ne? Glaubt mir mal, ganz, ganz lange war das, ja, ja. Und als der Hero wieder aufwachte, Digga, oh glaub mir mal, er rannte in Sicherheit und holte aus seinem Rucksack, Junge, glaub mir mal, Rucksack, 500 Gramm gehacktes Fleisch, feinstes Rinderfleisch, ja, feinstes Rinderfleisch, ne, lecker schmecker, lecker schmecker. Als der Hero sein Fleisch fraß, ne, versteckte er sich, um die Lage zu schicken, denn irgendwo musste ja noch in der Nähe ein Spieler sein. Aber der Hero, ja, der war nicht alleine unterwegs, denn er hatte noch einen Freund, der Slim, der ganz in der Nähe war von Braniborg, glaubt mir mal. Somit schlüpfte der Slim in die Opferrolle, um den Prager zu checken. Er ging also hin zum Prager, guckte, machte Motto an, aber nichts passierte. Somit muss dann derjenige, der mich beschossen hat, schon weggegangen sein. Als sie dann später wieder in der Base von dem Hero landeten, sahen sie ganz in der Stadt, in der Polka nennen wir sie mal jetzt, ne, sahen sie Zombies. Und der Slim dachte sich so, oh mein Gott, habt ihr nichts zu verlieren, gehen wir mal hin, um die Lage zu checken, ne. Und das ist er hingegangen, ne, glaub ich mal, und er hat, quasi, ich sag mal so, zwei Typen negativ gesteckt, die auch so sehr gut ausgerüstet waren, gerade was also Reinforcements betraf, ne, und waren ungefähr so 10 Stück. Ja, und die beiden Leute, die wollten wohl angeblich irgendwo in Kosovo ihr Haus dann fertig bauen, aber kam halt nicht zu, weil Slim sich erschossen hat, ne. Jedenfalls, ich lande mit Plaga schnell da in Topolka, um Slim abzuholen, wir fliegen los, dann eine dritte Person, woher auch immer, schoss auf einmal mit der AK auf uns und schoss den armen Slim aus dem Pilotensitz. Und wir stürzen ab in die Polka. Und somit, wir beide schnell in Seven gespawnt, aber die Typen, die Slim vorher erschossen hat, waren schon vorher da und haben unser Loot dann quasi aufgesammelt. Okay, Als wir dann ankamen, wollten wir noch was reißen, aber nichts gespawnt in Fire Station, von daher, nichts machen. Die Typen sind hochgelaufen zum Berg und haben sich ausgelockt. Aber was die Leute nicht wussten, der Hero wusste, wo die bauen wollen. Okay, Flo, geh in Position, ich glaube, die kommen. Dieses Mal sicher, oder? Das rote Auto hat hier. Ist jetzt hier runtergefahren auf diese unterste Straße, aber jetzt dann. Okay, die sind hier bei meinem Haus. Was machen die jetzt? Mit dem Auto sind die da. Ja. Sind beide, sagst du? Weiß ich nicht.
Ein Heli? Also Ina kennt jetzt hier unten an der Mauer, der inneren zum Fundament, inneren zum Fundament. Alles klar. Noch nicht schießen, der Ina ist an der Mauer, Flo. Noch nicht schießen, lass erstmal sicher sein, lass erstmal sicher sein, lass erstmal ruhig stehen. Denk mal, der wartet ab, ob beschossen wird. Ja, ich kann noch nicht schießen, ich muss erstmal hinrennen. Okay, er geht zum Fundament. Lass den anderen erstmal hingehen, bevor du schießt. Der Inner ist am Fundament, den könntest du auf jeden Fall kriegen. Der packt jetzt im Fundament drin. Also, ich geh jetzt hin, machen die an der Mauer, okay? Warte noch ganz kurz, ich muss noch 30 Meter rennen. Wir machen es echt sehr vorsichtig, die Leute. Okay, gehen jetzt bei zum Fundament. Ja gut, dann warte noch ganz kurz. Oh! Was machst du die ganze Zeit da, ey? Leute, ich dachte, du bist schon in Position. Hä? Du hast gesagt, ich soll in Position gehen, dann bin ich losgerannt direkt. Ja, wo bist du denn, du Polka? Bist du schon in Branibor oder was? Hä? Nein, ich bin jetzt hier oben an der Straße. Ich will mich jetzt gleich hinter so einen Baum legen. Ach, ey, ohne Witz, ohne Witz. Okay, ich sehe ein. Okay, X. Warte. Ich sehe beide. Warte, noch nicht. Noch nicht. Lass es wieder zum Fundament gehen und drin packen. Okay, den hockt. Kannst du? Moment. Warte, noch nicht. Nee, bin noch außer Atem, Ronald. Beide rennen. Der eine hat gar keine Waffe. Noch, da kommt noch einer. Wo? Kommt noch ein dritter. Und wo? Na, oh, von wo ich bin? Der kommt wieder zurückgerannt. Wir müssen gleich schießen, Flo, ohne Witz. Soll ich jetzt? Ja, mach. Hit. Tot. Okay, einen hab ich. Keine Ahnung. Der eine ist, glaube ich, ohnmächtig. Okay, einen hab ich. Der eine liegt am Strand. Okay, hab ich. Oh, nice, lol. Nice. Los, Hinder, Zeug schnappen, Alter. Die Wichser, ey, ohne Witz. Ah, dann spielt Globus mit denen zusammen. Sorry, den einen habe ich nur zweimal getroffen und da ist nichts passiert. Beides Mal in die Beine und der hat sich nicht Doch, das eine Mal hat er sich die Beine gebrochen. Die Schweine, Alter. Habt ihr jetzt verdient, ihr Wichser, Alter. Ohne Witz. Also was genieße ich jetzt richtig. So, komm her. Hätte ich eine Map gehabt, dann wäre der eine direkt tot gewesen. Aber du fährst auf dein Fahrrad, ne? Ja. Weil wie das aussieht. Wie das wir gewartet haben. Okay, ist hier im 14 AM. Wollen wir nicht etwas noch da lassen? Nein, Flo, lol. Ich weiß nicht, das ist sonst so gemein. Ist mir scheißegal, Alter. Ich weiß nicht, was jetzt mit dir gerade nicht stimmt. Dann nicht. Der eine hat eine CZ. Was das Fundament ist, kannst du ja gerne da lassen. Aber die Waffen nimm bitte mit, Alter. Ja, die Waffen nehme ich auch mit. Ich werde dieses scheiß Amerika-Schiff drin. Ich glaube, die sind alle runter. Ja? Mhm. Okay. Ja, dann können wir die Wange doch nehmen, oder? Zeig mal. Ja, Tatsache. Oh mein Freund, ich bin nicht so ein Typ für sowas, aber glaub mir, die haben es wirklich verdient, Alter, ohne Witz. Also, die haben jetzt dann aus dem Prager rausgeschossen, wie gesagt, und damit haben wir jetzt doch verloren.
Haben sie unser Stuff hier kreisen und haben sich dann ausgelockt, Alter. 3 Tage später. Jo, zu dieser Szene hier muss ich mal dazu sagen, dass der Spieler Foxy Slayer, wie die auch manchmal so Typen sind, warum sie auch immer so sind, groß geprallt haben, dass er in einem Tante Mannan 4 Gillies auf einmal gefunden hat. Was für mich jetzt mehr oder weniger die Lust dazu übergepackt hat, ja, den Typen halt aufzusuchen und zu bekämpfen. Und wie es weitergeht, das seht ihr jetzt hier. Zu früh, ich wollte nicht in Haus, ich wollte den. Okay, ob du die Guinness bei hast. Sie seht doch. Ja, sorry Leute, ich bin eigentlich nicht so ein Typ dafür, aber wenn der so groß anhebt, dass er 4 Guinness gefunden hat im Eckhaus, das muss ich ehrweise machen, also wie ich scharf auf Guinness bin. Von daher. Ja. Sorry, Alter. Ich bin eigentlich so ein Typ, Alter, ohne Witz. Aber, ey, wie gesagt, wenn der hier rumprallt, der hat so viel Glitch gefunden, Alter. Warum macht man denn so? Warum sagt man denn sowas? Ist man, wenn man so viel Aufmerksamkeitsdefizit, Alter?
Wenn ich viel Geld mich für mich innerlich freuen und nicht groß rumpaddeln auf dem Server, ey, ich hab viel Geld gefunden in einem Haus.